Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt mit freundlicher Geräuschunterstützung von Sammy. Heute habe ich für dich die Degustabox Cold. Die habe ich gestern bekommen und direkt in den Kühlschrank geräumt, weil hier sind kalte Lebensmittel drin, die in den Kühlschrank gehören. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degustabox Cold ist eine Limited Edition Variante von der Degustabox. Die kann man im Abo sich bestellen. Das ist eine Foodbox. Unten in der Infobox, so viel Boxen hier, befindet sich ein Link dazu. Schütteln wir hier an die Seite. Und genau, Erwin steht da noch, weil ich habe eben einen Adventskalender-Unboxing gedreht. Genau. Und ja, 17,99 kostet die normalerweise, erscheint glaube ich zweimal im Jahr. Und ich habe vor mir super leckere Sachen stehen. Ich habe richtig Bock, die zu essen. Und da wird es auch einiges gleich zum Abendbrot geben. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und ja. Mega, 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 mega. Es ist halt eine Limited Edition, ne? Das ist immer spektakulär. Als erstes haben wir hier Pizzateig drin, das finde ich krass. Mini-Pizzen-Kit. Ofenfrisch serviert in 12 Minuten, knack und back. Und da hast du halt den Pizzateig drin und du hast auch noch die Tomatensoße mit dabei. Finde ich super, ne? Kommt bei uns in den Kühlschrank, wird sich eine ganze Weile halten und dann werden wir mal am Wochenende bzw. übernächstes Wochenende wahrscheinlich dann eine Pizza machen. Finde ich cool. Also das ist schon mal der erste Klopper, finde ich. Ne? Das ist ein gutes Produkt. Dann haben wir hier mit drin enthalten von Rücker Vega Lecker, also vegan. Alles rein pflanzlich, Salatwürfel, Kräuter und Olive in Öl. Hoher Proteingehalt, High-Protein aus Hanf, spektakulär. Also sind diese Würfelchen, die da mit drin sind, nicht aus Käse, sondern aus einem pflanzlichen Material. Das finde ich auch richtig, richtig interessant. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, denn ich liebe solche Oliven und ja, eigentlich ist es dann ja quasi käseähnlichen Produkte, die da drin enthalten sind. Aus Hanf vor allem, ne? Ich weiß nicht, woraus dann die, das finde ich total spektakulär, woraus dann die Salatwürfel sein sollen. Keine Ahnung. Aus Rapsöl mit Kräutern und Olive. Läuft. Geil. Falls ich das zum Abendbrot Brot essen möchte. Und ebenfalls aufs Brot kann man sich das hier geben. Ziegencreme, mild und rahmig, laktosefrei, cremig feiner Brotaufstrich. Sowas finde ich auch geil, ne? 150 Gramm haben wir hier drin von der Grüne Altenburger. Und ich mag gerne so würzige Geschichten. Ziegenkäse ist ja per se sehr, sehr würzig. Aber das ist dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen feiner gemacht worden, damit es ein bisschen milder ist. Finde ich auch super lecker. Komm, ich glaube, da gehe ich jetzt auch mal eben mit dem Finger durch, oder? Kann ich doch bestimmt mal machen. Ja, ich habe jetzt keinen Löffel hier. Da haben wir das drin. Einfach mit dem Finger, ne, Sammy? Ja. Oh, oh. Es hat so eine Konsistenz, ein bisschen zwischen Schmelzkäse und Frischkäse. Oh, ist das lecker. Oh, Sammy leckt gerade an seiner Leckerli-Dose rum. Die Dose ist gut, an seiner Leckerli-Tüte. Und falls wir es alle vertragen können, dass Monsieur noch ein bisschen rumschmatzen wird, wir waren nämlich gerade noch ein bisschen spazieren, kriegt er jetzt mal noch ein Leckerli. Bitte, ja? Bitteschön. Bitteschön, bitteschön. Dann haben wir hier drin von Mefgal, original griechischer Sahnejoghurt, laktosefrei. Das ist dieser hier. Und sowas esse ich mir ganz gerne mit einem Löffel Marmelade einfach rein, ne? Dann hat man nämlich, oder mit einem Löffel Honig mit rein, dann hat man noch einen leichten Geschmack mit dabei. Finde ich auch total super. Laktosefrei ist für mich auch praktisch, weil ich kann nicht so viel normale Kuhmilch trinken oder Milchprodukte essen über den Tag, weil das nicht gut ist für mich und meine Haut, weil ich einfach das nicht so vertrage, ne? Und da kann ich mir gerne sowas mal gönnen. Yay! Yay, 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 yay! Oh, wir haben hier so leckere Sachen. Okay, das gibt es heute Abend. Das wollte ich mir gleich machen. Leer da mal. Perfekt zum Grillen. Nö, kommt im Backofen. Brat- und Backtaler. Knusperkruste. Da sind 4 Stück drin enthalten. Und die werde ich mir gleich schön in den Ofen machen. Denn die braucht nur 8 bis 10 Minuten. Und ja, dann läuft das, ne? Dazu esse ich mir dann auch entweder Marmelade oder ich habe auch noch Preiselbeer-Gelee oder Marmelade da. Total klasse. Unser Beitrag. Initiative für Weidehaltung. 95% recyceltes Material. Okay, die Plastikschale besteht aus diesem Material. Okay, und die sind recht schmal, ne? Ja, ich glaube, es wird was. Oh, ich habe gerade diesen
Ziegenkäse-Nachgeschmack in meinem Mund und ich liebe sowas, ne? Mag nicht jeder, ist ein bisschen speziell. Die werde ich auch tatsächlich essen, weil mein Freund wird sie nicht essen. Es sei denn, der ist ganz crazy drauf. Von Endori Veggie-Schnitzel aus Erbsen und Cornflakes-Panade. Eigentlich ist er kein Fan von diesen Veggie-Produkten. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht allzu häufig probiert. Vielleicht kann ich ihn hierzu mal so ein bisschen animieren. Mal gucken. Vielleicht mache ich sie auch einfach in den Ofen und sag ihm dann nichts von. Welch hinterlistiger Plan, oder? Nein, ich bin schon eine ehrliche Haut. Ich werde ihm das so sagen. Mal gucken. Können wir vielleicht heute auch noch essen? Kann man das im Ofen machen? Ja, im vorgeheizten Backofen. 185 Grad Umluft für ca. 10 Minuten. Hey, das kannst du zusammen mit diesen Ledermatalern machen. Ich glaube, unser Abendessen steht schon mal, ne? Dann habe ich von Hertha etwas hier drin. Plus mageres Hähnchenfleisch und Spinat. 31% Gemüse, 100% zufrieden, sonst Geld zurück. Ja, schön. Cool, das ist so eine Wurst. Das ist auch mal interessant, ne? Soll ich mal eine probieren, Sammy? Ja, du machst die eh nicht. Ich glaube, du darfst sowas auch gar nicht, weil das Gewürz ist, Mäuschen. So ein verfressenes Stück, ne? Genau wie Herrchen und Frauchen. Wow, das riecht schon mal schön nach Wurst. Sammy, der hüpft mir gleich auf den Tisch, ich sag euch das. Ne? Ja, zur Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot, man kennt's doch, ne? Schmeckt sehr spinatig. Sehr spinatig-kräuterig. Sehr salzig, kann man mögen. Ach, mit Knoblauch verfeinert. Vampire haben keine Chance bei mir. Ja gut. Monsieur, das ist nicht für dich. Nein. Also meins. Wenn ich das anlecke, gehört es mir. Hier haben wir von Goldsteig Proteinella. Käse nach Pasta Filata Art. Viel Protein, wenig Fett. Sowas mag ich auch ganz gerne. Das ist halt wie eine Art Mozzarella. Ne? Es ist nicht wirklich, aber so ähnlich. Und sowas kann man sich auch mal gönnen. Fun Fact. Ich habe versucht, dieses Jahr Tomate zu ziehen. Hat nicht so ganz so funktioniert. Nächstes Jahr wird es besser, bestimmt. Das sind so ganz kleine Tomätchen. Ich habe halt nicht gedüngt, ne? Und ich habe sie auch bei Regen nicht reingestellt. Sie haben überlebt, sie waren sehr lecker. Hätten dazu sicherlich sehr gut geschmeckt. Aber sowas kann man auch gerne mal pur essen. Da habe ich auch nichts drum bei. Dann habe ich hier noch etwas mit dabei. Seit 1895 Swagon. Mild und frisch. Was ist das? Ziegenkäserolle. Oha. Das ist natürlich intensiv, ne? Wir haben ja Ziegenkäse hier schon drin und das hier ist dann das nicht so milde. Jo, kann man sich mal gönnen, aber sollte man dann ordentlich verschließen, weil ich glaube, das wird im Kühlschrank riechen. Muss ich mal gucken. Cool. Cool, cool, cool. So, ein bisschen was haben wir noch. Und zwar ist das hier einmal von Dr. Oetker. High Protein Pudding, Salted Caramel Style. Geil, sowas mag ich. Ohne Zuckerzusatz, fettarm, 40 Gramm Protein pro Becher. Ja, läuft bei ihm, ne? Und Salted Caramel ist voll meine Welt, ne? Oh, da könnte ich mich reinlegen. Ja, das finde ich gut. So, darf ich das jetzt auch noch probieren, Sammy? Der sitzt hier neben mir, ne? Auf halb acht Stellung. Nein, ich habe jetzt hier schon so viel aufgemacht, oder? Ach komm, den werde ich auch noch morgen essen und dann habe ich das durch. Oh, ja. Sieht aus wie wirklich so Karamellpudding, ne? Geht sie einfach mit dem Finger rein? Na klar. Warum auch nicht? Sie hat ja eben ihre Hände gewaschen. Dann kann man das wohl machen, ne? Das ist schon lecker, Leute, ne? Und ich fühle mich jetzt auch wie eine mega Sportskanone. Jetzt könnte ich jetzt einen Marathon laufen. Oh, das ist so lecker. Meine Mom hat damals auch immer, dieses Salted schmeckt man gar nicht so, aber das Karamell schmeckt man halt intensiv. Meine Mom und meine Oma haben damals immer super häufig auch Karamellpudding gemacht und ich habe es geliebt. Oh, geilomat. So, ein bisschen was haben wir noch. Das hier, das ich für meinen Freund, da wird er sich freuen, von Alpro Pistazienmus, pflanzlich. Wobei wegen dem pflanzlich wahrscheinlich eher weniger. Auf einer cremigen Kokosnuss-Schokoladensoße. Okay, nein, das ist eher was für mich. Da sind zwei von diesen Joghurt-Dinger drin oder Pudding-Dingern drin. Finde ich nett, mag ich. Sowas esse ich gerne. Und auch auf pflanzlicher Basis ist für mich halt sehr, sehr positiv. Ne? Ja, mein Freund ist dann nicht so auf dem Gesundheitstrip wie ich, aber ich esse sowas echt gerne. Das finde ich toll. So, und das Letzte, was wir hier haben, das kann ich auch noch naschen. Milka Schokosnacks Minis haben wir hier drin. Auch das kannst du im Kühlschrank lagern oder sollte man im Kühlschrank lagern. Eigentlich alles, was irgendwie Schokolade ist, ne? Macht vor allem Sinn, das im Kühlschrank zu lagern. Und das wird dann so ähnlich wie kleine Yes-Törtchen sein. Sieht echt
Ja, so aus tatsächlich. Boah, lecker. Die stelle ich gleich bei uns auf den Wohnzimmertisch und mein Freund wird die einatmen. Dann sage ich euch so, sehr, sehr lecker. Esse ich gleich noch zu Ende auf. Ne? Abendessen steht. Süßigkeiten stehen. Naschereien und so weiter und so fort. Also es stehen schöne Sachen hier, ne? Erwin, der Stuhl, der neben mir steht, heißt Erwin. Der hat sehr, sehr leckere Produkte auf sich liegen. Bis auf diese Hähnchen-Spinat-Geschichte. Das ist nicht so 100% meine Welt, aber ansonsten ist das schon lecker, ne? Also ihr Lieben, achtet auf jeden Fall drauf, wenn es mal wieder die Coldbox gibt. Müsste dann ja in einem halben Jahr ungefähr sein, so Richtung Frühjahr. Ich schreibe das aber auch immer bei Instagram in meine Stories rein und ich nenne das auch in den Videos, ne, in den Degusterbox-Unboxings, die ihr monatlich seht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!